Moin und willkommen zum neuen Unboxing-Video hier auf meinem Kanal. Heute packen wir einen Halbspeisewagen von Rocco aus. Ja, der Halbspeisewagen hieß vor 1956 mit der Bezeichnung BR4 UMG 60 bis 62 vor 1956 hieß der so. Ja. So, ich muss erstmal hier schauen, wie man dieses Backerl überhaupt aufbekommt. Ja, denke ich mal. Ich denke, das war's dann auch. Ja, das hoffe ich. Ja, da ist er ja. So. Also, das ist ein Halbspeisewagen, der da drin ist, ein grüner. Von Rocco. Ach ja, Artikelnummer. Mit der Artikelnummer 44590. Ja. So, hier haben wir auch nochmal verpackt. So. So, machen wir es jetzt einfach so. Okay. Ja. Auf Wunsch der DSG entwickelte die Deutsche Bahn in Zusammenarbeit mit der Firma Wegmann diesen Wagen früher. Ja. Gab von den zwei Probewagen. Ja, mit einem Imbissraum. Achso, jetzt habe ich das rausgetan. Hier sind für den Wagen die Zurissteile. Bremsschläuche. Ne, Bremsschläuche sind da, glaube ich. Doch, da sind Bremsschläuche. Da sind hier Geländer zum Festhalten. Also es gab zwei Probewagen von dem hier mit einem Imbissraum. Ja, der Wirtschaftsteil wurde für Selbstbedienung eingerichtet. Ganz vorsichtig mal rausgetan. Okay, hier gibt es drei Kupplungen zu. Okay, anscheinend rutscht die Metallplatte in dem Wagen hin und her. Das denke ich mal ist nicht so gut, aber. Es gibt drei Kupplungen. Hier eine Stabkupplung von Rocco. Nee, von. Nee, doch, ich denke, das ist von Rocco die Kupplung. Ich weiß nicht ganz genau, aber ich denke es jetzt mal. Diese Kupplung ist auch hier schon drin im Schacht. Und hier. Es gibt also eine weitere Kupplung. Ja. Und der Wagen wurde früher in nationalen D-Zügen eingesetzt. Also
Da hier ist echt viel Styropor dran. Das Moment. Ja. So. Hier sieht man auch das DSG-Zeichen. Speiseraum. Hier noch ein Zeichen. Also ich weiß jetzt nicht, was es genau für ein Zeichen ist. Ich denke jetzt mal nicht, dass es der deutsche Adler ist. Wissen, was das ist, weiß ich nicht, aber ich denke mal, es hat mit der DSG was zu tun. Ja. Überall ist noch Styropor dran, das. Ja, auch schön weiße Tische. Tische kann man sehr gut erkennen, auch hier der Raum, wo das Essen drin ist, also das ist jetzt hat keine Küche drin, oder? Ich weiß es nicht. Selbstbedienung ist ja ohne Küche. Ja. Und der die Bezeichnung ab 1976 für diesen Wagen war dann BRUMH 281 bis 283. Ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Wagen, muss ich sagen. Außer, ich weiß jetzt nicht. Aber dass die Metallplatte da hin und her rutscht, hat nicht jeder Wagen. Aber ich denke mal, wenn der dann auf der Strecke fährt, wird sich das jetzt nicht so sehr hier bemerkbar machen. Hier sind noch so noch andere Kupplungen und Sachen, die ich jetzt halt nicht weiß, was das wirklich ist. Ja, auf jeden Fall gibt es hier noch die Zugesteile und alles. Ja, das war's dann schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst wir mal gern ein Like und ein Abo da. Fahrfilm für den Halbspeisewagen gibt es natürlich auch, aber sehr wahrscheinlich erst in den nächsten Wochen, weil mit Weihnachten und so weiter wird es etwas happig dann mit den Terminen. Aber bei der nächsten Gelegenheit werden wir da auf jeden Fall das Fahrvideo machen. Eine schöne Weihnachtszeit, schöne Adventszeit und ja, falls das Video dann erst so spät rauskommt und falls wir uns bis dahin nicht nochmal hören, einen schönen Rutsch ins neue Jahr. Bis dann, ciao.